Wir waren an der gleichen Uni und haben die gleiche Klavierlehrerin gehabt. Mhm. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Da hat er ein Chopin, gell? Nee, Brahms. Ein Brahms-Konzerto gespielt. Und ich so Bella Bartok, Truthahn-Tanz, irgendwie ganz einfach. Aber also ich war hin und weg vom ersten Moment an. Er nicht. Am Anfang war es viel Leidenschaft, wie, ja, wie junge Leute sind. Und die Leidenschaft hat sich entwickelt in eine andere Leidenschaft, eine Freundschaft, eine Vertrautheit, die ich würde nicht gern zurück. Ich auch nicht. Diese Beziehung ist mir viel lieber als diese. Viel tiefer, wertvoller, standhafter, fester als am Anfang von unserer Ehe. Ja. Weil am Anfang, glaube ich, haben wir versucht, den anderen zu ändern. Ja, ja. Ich habe gedacht, er muss denken, wie ich denke. Er muss handeln, wie ich handeln. Und er genau mir. Und das war immer ein Frust. Und jetzt, ich würde wagen, es zu sagen, wir schätzen unsere Unterschiede. Und dass es eigentlich eine Bereicherung ist für unsere Ehe, dass wir so unterschiedlich sind. Ja. Jetzt sind wir fast 40 Jahre zusammen. Haha. Es muss doch eine Belohnung geben. Und wir haben eigentlich diese CD aufgenommen, um zu sagen, oh ja, es gibt eine Belohnung, wenn man dran bleibt und immer wieder darum, Gott darum bittet, uns den Weg wieder zueinander zu finden. Nach so vielen Jahren siehst du, was an mir wertvoll ist. Das war sehr gute Ehetherapie für uns. Gell? Ja, eigentlich. Diese Texte einander zuzusingen. Liebestexte. Liebestexte. Wir waren damals 35 Jahre verheiratet. Ja? Und dann diese Texte noch einmal zu betonen und den anderen zu singen. Es ist so einfach so deutlich vor Augen wieder geführt, wie dankbar wir sind füreinander. Es gab Zeiten und es gibt immer noch, wir wissen nicht, was morgen kommt, aber wo man sagt, das halte ich nicht mehr aus. Ja. Und ich gehe schreien in den Wald, das ist um die Ecke. Und dann komme ich zurück und es ist immer ein Weg da. Eine Tür geht auf, ein Blickwinkel, du siehst was von einem anderen Blickwinkel und du denkst, doch, wir gehören zusammen. Wenn Gott mich aufnimmt, wie ich jetzt, wo ich bin und sagt, ich kann dich akzeptieren, wo du jetzt bist, dann muss ich auch meine Frau sagen, wo du jetzt bist, akzeptiere ich dich. Gut. Ich sage jeder Ehepaar, finde einen guten Eheberater. Das ist so wichtig. So wichtig. Ich freue mich, dass wir ihn haben und kennen. Und ein Schiedsrichter, der beide Seiten. Weil er fällt nicht Urteil. Weißt das stimmt du? Er auch. Urteilt das stimmt. Nicht. Ja, das stimmt. Der fragt nur und dreht das ein bisschen. Und ich sage, oh, also so habe ich das nicht gesehen. Unbedingt bitte einen Christ finden, weil andere Ehetherapeuten sind ganz offen für, jetzt sagen wir Schluss, machen wir Schluss miteinander. Das wäre das Beste für dich. Er hat uns auch ein bisschen beigebracht, wenn man streitet. Und dass man nicht den anderen immer sagt, du machst das falsch, du machst das. Es ist immer von ich. Ich fühle mich ich fühle so. Mich so fühle mich, in diesem Moment fühle ich mich so. Ja. Weil du kannst nur für dich selber sprechen. Mhm. Wir haben das Streiten gelernt. Och, aber wir streiten immer noch. Laut, heftig, oft. Oder? Nein. Und wir lesen jeden Morgen zusammen in der Bibel. Manchmal ist was dabei, worüber man
wir beten, aber es ist nicht, dass wir sagen, jetzt setzen wir uns hin und halten Händen und beten zusammen. Und dieses Glauben, dass das ein Teil von Gottes Plan ist, dass er eigentlich keinen Fehler gemacht hat, dass er uns zusammengefügt hat, sondern dass es seine Wille ist, dass wir zusammen sind. Dann kommt automatisch der Gedanke, wenn das seine Wille ist, dann gibt er uns auch die Kraft dazu, das aufrechtzuhalten. Und das ist, was wir immer wieder erleben. Also ohne Gott würden wir heute nicht mehr zusammen sein. Nein.